Servus, schön, dass ihr wieder mal reinschaut. Heute habe ich ein Gewehr für euch aus dem Hause Weihrauch. Und zwar geht es hier um die Weihrauch HW80. Weihrauch hat das Gewehr rausgebracht als offiziellen Nachfolger der HW35, die trotzdem noch produziert wird. Ich will in dem Video einfach mal zeigen, was der Unterschied zur HW35 ist. Über die findet ihr in meinem Kanal ja einiges an Reviews und Videos. Und ob es Sinn macht, sich die HW80 stattdessen zu kaufen, oder für wen es Sinn macht, sich die HW80 stattdessen zu kaufen, und wie allgemein die Qualität des Gewehrs ist. Fangen wir einfach mal mit dem Schaft an. Wir haben hier einen Buchenholzschaft, in dem eine Fischhaut am Griff eingearbeitet ist. Und hier, wir sind später bei den Detailaufnahmen, ist das Gewehr hauptsächlich für Rechtshänder geeignet, weil diese Schaftbacke hier letzten Endes ein bisschen verstärkt ist, dass sie sehr schön anliegt. Der Lauf ist mit 50 cm Länge, 3 cm länger als der HW35, der bei 470 mm liegt. Dieses komplette System ist um 2,3 cm länger als bei der HW35, und der gearbeitete Schaft ist auch um 4 cm länger. Das heißt, man hat hier ein Gewehr mit wirklich richtig Masse und kommt mit einem Gewicht von 4 kg daher, während die Weihrauch HW35 ja bei 3,8 kg liegt. Das Öffnen des Gewehrs unterscheidet sich gegenüber der HW35 im Folgenden, dass es hier keinen Verschluss gibt, sondern dass das Gewehr direkt geknickt wird und mit einem federbelasteten Keilverschluss letzten Endes verschlossen ist, wie bei der HW35. Von daher geht aus meiner Sicht der Spannvorgang etwas schwerer, aber im Vergleich zu anderen Gewehren ist das überhaupt kein Problem. Verbaut, wie bei sehr vielen Weihrauchgewehren, ist auch hier der Matchabzug Rekord. Hier habt ihr den Tunnelfußkorn, wo man diese verschiedenen mitgelieferten Korneinsätze dann einsetzen kann, die sich hier in diesem kleinen Tütchen befinden. Was ist noch ein großer Unterschied zur HW35? Und zwar ist es die mögliche Leistung, die das Gewehr bringt. Für alle, die keine WBK haben und in Deutschland wohnen, spielt es überhaupt keine Rolle. Die haben keinen Unterschied bei ihrem 7,5 Joule, sind beide Gewehre gleich stark. Interessant wird es für die, die eine WBK besitzen und auch stärkere Gewehre schießen dürfen. Und zwar hat die HW35 eine maximale Leistung bei der entsprechenden Feder von 230 Metern die Sekunde. Und bei der HW80 kann eine Feder eingebaut werden, die bis zu 295 Meter die Sekunde macht. Das ist meiner Kenntnis nach eines der stärksten Luftgewehre der Marke Weihrauch. Für mich selbst spielt es auch keine Rolle. Ich habe keine WBK, das heißt, ich schieße mit 7,5 Joule, was auch diese Version hier ist, zu erkennen hier an dem F. Und aber für alle anderen, die eine WBK haben, wird das der Hauptgrund sein, warum sie sich für eine HW80 anstatt für eine HW35 entscheiden. Das ist auch natürlich dann der Grund, weshalb das ganze System massiger ist, einfach, dass man den dadurch entstehenden Prellschlag einfach durch die Masse besser ausgleicht. Und was ich als sehr angenehm empfinde, ist der Prellschlag bei den 7,5 Joule, weil der wirklich extrem moderat ist. Ich würde euch jetzt mal einen etwas anderen Schusstest zeigen. Und zwar habe ich hier kein Zielfernrohr drauf montiert, weil man einfach davon ausgehen muss, dass ein Gewehr der Firma Weihrauch, das ein Stück über 300 Euro kostet, definitiv aus 11,5 Meter Entfernung, was ich jetzt gleich schießen werde, Loch in Loch schießen muss. Aus dem Grund habe ich mal versucht, über Kimme und Korn zu schießen, was natürlich indoor sehr schwierig ist, weil ich gerade mal den schwarzen Kreis, den man gleich sieht, minimal auf das Korn aufsetzen kann, optisch gesehen, und das erleichtert es nicht unbedingt, was das Schießen angeht. Aber wir schauen einfach mal, was wir zusammenbekommen. Einfach, dass ein bisschen Action noch mit drin ist und nicht nur erzählt wird. Guckt es euch mal an. So, kommen wir zum Schusstest. Ich schieße die HW80 heute mit Kimme und Korn aus 11,5 Meter Entfernung mit dem JSB Exakt 4,52 mm.
So, für Kimme und Con eigentlich nicht schlecht. Ich weiß nicht, wo der rechts unten herkam. Ich glaube, dem Gefühl nach war es der letzte Schuss. Man sieht es leider nicht wirklich. Das Einzige, was ich aus 11,5 Meter Entfernung erkenne, ist ein kleiner schwarzer Punkt, den ich versuche auf mein Korn aufzusetzen, wenn ich durchschaue. Aber ich finde, das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Da hat man mit manchen Gewehren zu kämpfen, die ein Zielfernrohr drauf haben. Und ihr könnt euch vorstellen, mit einem Zielfernrohr, da geht das ganze Loch in Loch. Das war ja so schon eigentlich echt wirklich passabel. Und vor allem das Gewehr mit seinem massiven Gewicht, ich habe aufgelegt, geschossen, macht richtig Spaß, weil es richtig wuchtig in der Hand liegt und da bewegt sich auch nicht allzu viel. Also vom Schusstest her, aus meiner Sicht wirklich überzeugend. Was gibt es sonst noch zu dem Gewehr zu erzählen? Vielleicht zur Sicherung noch. Wir haben hier, wie bei sehr vielen Weihrauchgewehren, die automatische Sicherung, die vor jedem Schuss zu entriegeln ist. Okay, kommen wir einfach mal zu ein paar Nahaufnahmen. Hier seht ihr den Tunnel mit dem eingesetzten Korn. Ich habe mich jetzt für das standard montierte Korn entschieden. Die vollverstellbare Mikrometervisierung, die ich vor dem Schießen allerdings einstellen musste. Hier seht ihr am Lauf immer die Seriennummer des Gewehrs, die Munitionstypen, für was das geeignet ist, und auch hier das kleine F, das dafür steht, dass es sich um ein 7,5 Joule Gewehr handelt. Wie erwähnt, die Besonderheit von dem Gewehr ist wirklich, dass man da eine extrem starke Feder einbauen kann. Hier unten nochmal der Matchabzug-Rekord. Voll einstellbar. Die schöne Fischhaut am Griff. Weiterhin der Buchenholzschaft. Gummischaftkappe. Und wie ihr seht, ist es hier glatt gearbeitet und hier auf der Seite zum Auflegen der Backe für Rechtshänder eine leichte Verbreiterung. So, als Resümee, was soll man dazu sagen? HW35 oder HW80? Für jeden mit WBK ganz klar HW80. Die stärkste Feder von einem Büchsenmacher natürlich einbauen lassen und richtig Gummi geben. Für jemanden, der keine BBK besitzt und auch sich keine anschaffen will, spielt es eigentlich fast keine Rolle. Wobei mir da die HW35 etwas besser gefällt, einfach wegen den 200 Gramm, auch wenn es nicht viel ist, die das Gewehr weniger hat. Und wegen dem Verschluss, wo es das Spannen des Gewehrs einfach ein bisschen oder das Öffnen des Gewehrs und dann das Spannen einfach ein bisschen sanfter macht. Das gefällt mir an der HW35 besser. Sonst solltet ihr Benchrest schießen wollen bzw. aufgelegt schießen, habt dann natürlich wieder den Vorteil pro HW80, weil da einfach ein bisschen mehr Masse vorhanden ist. Und ich habe jetzt eben auch gerade ja aufgelegt geschossen und die liegt wirklich da super ruhig in der Hand. Ich bin sonst HW30 Fan, da fehlen 1,5 Kilo Gewicht. Die HW30 fürs Stehenschießen und das für aufgelegt schießen oder so, das ist dann aus meiner Sicht genau das Richtige. Aber das ist eine Geschmackssache. Schaut, dass ihr es selber irgendwo ausprobieren könnt. Wenn ihr Fragen habt, postet es in den Kommentaren unten. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video sowie alle meine anderen Videos auf YouTube liken würdet, weil einfach das für mich der Lohn ist für meine Arbeit und ich dann dadurch auf YouTube auch besser gefunden werde und ein bisschen nach vorne komme. YouTube will so. Mich würde es freuen, wenn ihr mich da unterstützt oder einfach den Abonnieren-Button drückt. Ja, das wäre klasse. Also gut, dann bis zum nächsten Review. Es stehen noch einige an. Bleibt dran. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.